Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem nächsten Part von Trackmania Unite Forever. Bevor wir mit der Kampagne starten, möchte ich gerne noch was sagen. Und zwar, ich entschuldige mich dafür, dass das so lange gedauert hat mit meinem nächsten Let's Play. Ich hatte ein paar technische und unerklärliche Probleme am Computer und auch beim Hochladen. Ich habe bestimmt 10 Mal oder 20 Mal versucht, ein nächstes Let's Play zu machen. Und es ist immer irgendwie beschädigt oder kaputt gegangen. Also, ich habe das jetzt hoffentlich gelöst und ich weiß es jetzt noch nicht. Ich muss nachher gucken, ob das alles geklappt hat. Aber ja, dann sollten jetzt eigentlich die Videos wieder ziemlich regelmäßig kommen. Und ja, dann fangen wir einfach mal an mit der Kampagne. Ich habe mir ein neues Profil erstellt und Solospiel. Nee, doch, Solospiel. Und wir machen jetzt eine Nations. Wir fangen mit Weiß an. So. Sicht ändern. Das habe ich ja noch nie gemacht. Glaube ich zumindest. Ja, ja. Oh ja, das gefällt mir besser. So, das ist eine Stadium-Strecke, wie man sehen kann. Und übrigens sind bei der Nations-Kampagne alle Strecken Stadium-Strecken. Also es gibt nicht keine Island-Strecken, keine, was weiß ich, was gibt es noch für Strecken? Snow-Strecken, keine, gar nichts anderes. Und es gibt eben noch diese andere Kampagne, aber da habe ich schon alles durchgespielt. Da habe ich euch auch die Testrennen gezeigt, was es alles für Welten bei Trackmania gibt. So, jetzt habe ich eine Medaille gewonnen und das war sehr schlecht, also mache ich nochmal. Ich habe das Spiel länger nicht mehr gespielt. Außer heute. Heute habe ich schon mal einen Versuch gestartet, ein Let's Play zu machen. Und der war eigentlich ganz gut. Und dann, was ist passiert? Ist jetzt wieder nicht gespeichert worden. Das hatte damit zu tun, dass meine Festplatte nicht richtig verbunden war. Naja, ich habe das jetzt einen anderen Speicherort gemacht. Und ich denke mal, jetzt müsste alles klappen. So, ich habe jetzt Silber gewonnen. Dann machen wir doch mal das nächste. Das ist auf Schotter im Stadium. Wie man sieht. Schotter mag ich am liebsten hier, weil das ist einfach das beste Fahrgefühl überhaupt. Kann man genau einschätzen, und schon zu Ende. Kann man genau einschätzen, wie das lenkt und so, wie man ausschwenkt, alles. Also, es ist sehr realistisch eben. So, ich habe Bronze und Silber gewonnen und jetzt möchte ich die Goldmedaille herausfordern. Auf so einer Strecke muss man das einfach tun. Oh ne. So, jetzt bin ich 2 Millisekunden schneller. Und ich habe gewonnen. Yay. Das heißt, ich habe jetzt die Goldmedaille und möchte auf einer anderen Strecke spielen. So. A03. Vielleicht haben sich ja bis jetzt Vielleicht hat sich ja jetzt jemand gefragt, warum auf meinem Auto so 3 Striche sind und kein Land und kein Name und kein gar nichts. Es liegt einfach daran,
da ich keine Lust und Zeit hatte, da irgendwas hinzuschreiben, also oder eine Fahne oder Deutschland oder was auch immer. Das muss ich wohl noch nachholen. Ich bin jetzt einfach anonym. Ja, auf anderer Strecke. So. Ey, 04. 04. Oh ja, die Strecke habe ich schon einmal gespielt in meinem diesem anderen Let's Play und ich kann euch sagen, also in dem anderen Let's Play, was jetzt kaputt gegangen ist, und ich kann euch sagen, das ist gar nicht so einfach. Ja, das meinte ich damit. Oh, da bin ich aber gut rumgekommen. 2 Medaillen gewonnen. Soll ich noch die nächste machen? Ja, versuche ich mal. Da muss ich aber direkt ganz schräg fahren. Na, so nicht. So ganz sicher nicht. So ganz sicher auch nicht. Was ist denn los mit mir? Bin ich immer noch so geschockt? Nein. Neuer persönlicher Rekord. Das ist ja super. Egal, keine Lust jetzt, die Goldmedaille zu machen. Es reicht, wenn man... Ich denke sogar, es reicht, wenn man überall nur Bronze hat. Aber ich versuche jetzt immer überall Silber zu haben. Das ist Minimum bei mir. Sonst ist das ja echt doof, wenn man nur Bronze hat. Zumindest jetzt bei den einfachen. Wenn es dann schwerer wird, wenn es dann Schwierigkeitsgrad grün und so gibt und blau, dann kann ich vielleicht manchmal auch nur Bronze gewinnen, wenn es reicht, weil das wird dann sehr schwer irgendwann. Nein, 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 nochmal. Also ich meinte damit jetzt, dass ich dann, wenn die Rennen zu schwer werden und es reicht, wenn man, dass man eine Bronze, wenn man eine Bronzemedaille gewinnt, dass es dann reicht, also dass man dann die nächsten Strecke freischaltet, ja, dann mache ich eben nur die Bronzemedaille und nicht die Silbermedaille, aber das wird sehr schwer. So, ja, andere Strecke spielen. So. Oh ja, die Strecke habe ich auch einmal kurz angespielt. Nicht einfach. Vielleicht habe ich ja ganz viel Glück und dann klappt das schon. Und das ist sogar nur weiß, also. Genau. Das ist sogar nur Schwierigkeitsgrad weiß. Oh, super. Nee, nee, man muss da schon mit Geschwindigkeit durch, sonst kriegt man das nicht. Naja, auf jeden Fall werden meine Let's Plays jetzt wieder regelmäßig kommen. Ich denke, ich habe alles da behoben, was der Auslöser für den Fehler war, dass die nicht gespeichert wurden und sonstiges und so. Ja, und das wird jetzt wieder regelmäßig kommen. Ich werde auch wahrscheinlich ein paar neue Themen dazu nehmen, zum Beispiel vielleicht Minecraft oder... Jetzt sind keine gewöhnlichen Minecraft-Let's Plays, das haben schon so viele, habe ich mir gedacht. Mache ich vielleicht nur, keine Ahnung... Play Together oder Let's Shows von meinem Haus, wenn, keine Ahnung, werde ich mir noch überlegen. Und noch andere Spiele, wenn das neue Need for Speed Most Wanted kommt, dann werde ich da sehr wahrscheinlich Let's Plays machen. Need for Speed Most Wanted 2 soll ja sehr gut werden. Und ja, bei meinem jetzigen, das normale Most Wanted, da werde ich natürlich jetzt auch weitermachen, also ja. Und Speed Art würde ich auch gern nochmal. Hatte ich aber bis jetzt irgendwie schon ein paar Mal gemacht und die waren auch irgendwie nicht gespeichert worden. Also letzter Zeit waren da eben einige Fehler.